So, liebe Leute, willkommen zurück. Part Nummer 25, paar neue E-Mails. Und zwar eine, wo es um Lukas Spendlhofer geht. Dem haben wir nämlich Stammspielerplatz garantiert und momentan sieht es alles andere als gut aus. Cesare Prandelli ist da natürlich nicht glücklich, kann ich auch verstehen. Sage mal, dass er sich eher mal einleben muss bei uns noch. Hat er überhaupt schon gespielt für uns in der Liga? Zweite Bundesliga, doch, drei Einsätze. Und auch keine schlechten Noten an und für sich. Also ich, ja, denke mal, die Chance werden wir ihm vielleicht jetzt wieder mal geben. Vor allem, weil er ja sonst auch eine ganz gute Überlegung wäre, um ihn zu verpflichten. Mit 21 Jahren ist er doch recht jung. Nehmen wir mal mit statt quasi im Boy, weil er ja auch DM und ja, zentrales Mittelfeld spielen kann. Mal schauen. Vielleicht kommt er jetzt zur Einsatzzeit. Braunschweig, unser kommender Gegner. Ja, 2-1 Sieg auswärts gegen Sandhausen. Wieder zwei neue E-Mails. U19 Update. Ah, der beobachtet generell alle U19 anscheinend. Patrick Pflücke. Wow. Starke Werte, ist aktuell verletzt. Aber nur 1 bis 3 Tage. Der ist ja richtig stark. Gehen wir da mal eine Anfrage ab. Aber wenn man sich da so die Fähigkeiten anschaut, aus dem könnte wirklich was werden. Der hat aber einen Wert von 850.000. Das werden wir uns natürlich nicht leisten können. Denn die werden dann sicherlich ein paar Millionen fordern. Und ja, gegen die 1860er U19 haben wir 4-1 verloren. Doch ziemlich deutlich. So, was die Katze schon wieder macht. Ich glaube, ihr habt es eh gehört. Mutu möchte mit uns sprechen, weil er mehr Einsatzzeit will. Seine Karriere ist in Stocken geraten. Alter, du bist 35. Was sagen wir da jetzt alles mal kurz drüber lesen? Ihr könnt gerne auf Pause tun, wenn ihr alles durchlesen wollt. Es müssen diese Saison noch viele Spiele gespielt werden. Bewahren Sie Geduld, Ihre Chance wird kommen. Er wird mir das Leben schwer machen, wenn er nicht die Chance kriegt. Großartig. Adrian Mutu lehnt sich auf gegen uns. Schön, dass wir ihn geholt haben. Hat natürlich stark gespielt, bisher klar, aber so lasse ich nicht mit mir reden, sage ich ganz ehrlich. Die Saison ist lang genug, er wird auf jeden Fall Einsatzzeit bekommen, aber er war lange verletzt, deswegen verspreche ich ihm, nur weil er mit mir redet, sicherlich keine Spiele. Und ja. Kann er den Verein gerne verlassen? Kein Thema. Das ist mir definitiv zu blöd. Großartig, es steht kurz vor der Eskalation. Jetzt kommen sogar schon Reporter auf uns zu. Adrian Mutu ist anscheinend in die Medien gegangen damit. Adrian Mutu will mehr Spielzeit in der ersten Elf. Werden Sie ihm diese garantieren? Er ist aus gutem Grund nicht in der Stammelf und das wird auch so bleiben, sage ich jetzt eindeutig, nachdem er so mit mir redet. Und wir verschieben ihn zur zweiten Mannschaft. Er kann gerne dort mittrainieren. Wir bieten ihn gratis an. Mir ist das zu blöd. So braucht sich niemand aufführen bei uns. Puh, ich sehe gerade, da wird es eng. Sonntag und Dienstag Spiel.
Das ist sehr, sehr anstrengend. Schauen wir mal, ob das klappt. Braunschweig und dann Fürth. Druck auf Andreas Wolf. Mutu fordert seinen Abgang von Nürnberg. Meinungsverschiedenheit mit Andreas Wolf auch noch. Ja, bitter. So hätte es nicht enden sollen. Ich hätte Adrian Mutu lieber so gehabt, aber eben nachdem er verletzt war, konnte ich ihn jetzt nicht öfter einsetzen. Er hat die Kondition einfach noch nicht. Und ja, Trainersitzung. Ein bisschen was trainieren können wir da. Ekin Soto könnte ich scouten. Natürlich ein interessanter Spieler. Florian Niederlechner soll ich scouten. Und Mutu soll ich von der Transferliste nehmen. Alter, Dieter Nüssing, hast du nichts mitbekommen jetzt gerade? Sicher nichts. So. Die Frage, wie viel es uns kosten würde, seinen Vertrag aufzulösen. Soto wäre eine gute Neuverpflichtung, aber der bekommt zum einen 38.000 Gehalt in der Woche und zum anderen ist er schon 34. Ups. Florian Niederlechner wäre schon interessanter. Den soll man verpflichten, ohne über auf die Ablösesumme zu achten. So stark ist er anscheinend. Ja, aktuell müssen wir trotzdem ein bisschen auf unsere Finanzen achten. Zurückhaltende Pressekonferenz. So, wo ist Mutu? Zweite Mannschaft. Adrian Mutu. So, für eine Summe von 180.000 würde er ihn auflösen. Das haben wir anscheinend jetzt automatisch getan, nehme ich mal an. Oder noch nicht. 180.000 ist natürlich nicht wenig, aber wenn er für Unruhe sorgt, ja, dann hilft es nichts, ist er jetzt weg. Schade drum, wirklich schade drum. Aber ja, wenn er sich nicht zusammenreißen kann, hilft nichts. Konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche, nicht auf Achings U19, sondern auf das nächste Spiel. Statt Mutu brauche ich jetzt natürlich wen auf der Bank. Ich meine, Füllkrug kann die Position natürlich so und so, ist eh Stürmer. Julian Wiesmeier könnte man mit nach oben nehmen. Dani Blum wird dann ja auch wieder ein Kandidat dafür. Vitali Lux ist mir eigentlich zu schwach für die Position. Mlapper kann ich eigentlich auch mitnehmen. Der kann das genauso. So, ansonsten, Bretschko fällt noch raus. Bonera ist noch angeschlagen, aber anscheinend gleich fängt er schon wieder zum Trainieren an. Ja, eh nicht schlecht. Dann schauen wir mal. Füllkrug, Spielpraxis hat er Probleme, genauso wie Mlapper. Schauen wir mal, wie es läuft. Los geht's, keine einfache Partie, Braunschweig auswärts. Die haben vor nicht allzu langer Zeit noch Bundesliga gespielt. Deswegen sicherlich keine leichte Aufgabe. Was auch ganz wichtig ist, wir müssen noch darauf achten, dass wir dann mal einen Vertrag unterschreiben, der uns etwas länger an Nürnberg bindet. Schöner langer Pass.
Denn standardmäßig, wenn man irgendwo, Gislason, wenn man irgendwo beginnt, dauert, ja, erhält man generell nur einen Vertrag auf ein Jahr. Und ich würde schon ganz gerne länger bleiben. Silvester hier mit dem schönen Pass, Gislason legt ihn super am Verteidiger vorbei und lässt dem Torwart keine Chance. Ganz stark. Schön, dass er jetzt wieder in Form kommt nach seiner Verletzung. Hat ja in der Saisonvorbereitung gefehlt. Howard Nielsen mit dem 1-1. 11. Saisontor schon. Der ist unglaublich drauf. Natürlich keine einfache Partie. Bulthuis, Silvester, Burgstaller. Jetzt haben wir Bulthuis natürlich wieder auf Angreifen gestellt. Oder sonst, ne, gehen wir nicht auf einfache Außenverteidiger, er kann schon ein bisschen zumindest mitgehen. Alter, was ist da los? Nielsen kann da sowas von einfach vorbeigehen, das gibt's ja nicht. So, Nielsen, enge Manndeckung. Und Pressing, wir müssen ihn unter Druck setzen. Früh genug. Zuck ist verletzt. So wie es aussieht, muss man ihn einschläfern. Er zieht ihn einfach bei den Haaren so vom Feld. Nee, geht doch von selbst runter. Einfach durch, meine Spieler durch. Leute. Wir haben doch keine Zeit. Bulthuis hat einen Schlag abbekommen, da können wir dann Sepsi wieder in der Pause bringen. Stark. FCF, Schöpf. Zimmermann. Silvester, Burgstaller. Es ist alles irgendwie zu harmlos. Ich habe kein gutes Gefühl für das Spiel. Der packt da einen Hammer aus. Schäfer kann ihn nur noch irgendwie abwehren. Nielsen wieder per Kopf. Dass wir den nicht unter Kontrolle bringen, ist unfassbar. Ich werde gleich einen Doppelwechsel machen. Oh. Jetzt habe ich was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, sie sollen weitermachen. Verdammt. So, wir gehen mal auf Unterstützen bei den Außenverteidigern. Und. Shit. Schauen wir mal, wie das so läuft. Spendelhofer jetzt neu in der Partie. Silvester. Gislason wieder Silvester. Schöpf. Ein bisschen mehr Konzentration hier. Tolle Konzentration. So, wen haben wir überhaupt noch? Ups, auf der Bank. Niklas Stark hat einen Schlag abbekommen, sollte aber weitergehen. Burgstaller heute grausame Partie. Da bringen wir Koch. Und
Und schon langsam ist schön, dadurch, dass wir jetzt schon bald November haben, glaube ich, im Spiel, steht natürlich die Wintertransferperiode an. Also es wäre echt schön, wenn ihr dazu kommentiert, welche Spieler ihr euch wünscht. Gislason wird an den reingemacht. Genial. Silvester und da startet Gislason jetzt. Schöner Pass, er zieht nach innen. Aber so genau. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wieder gefährliche Aktion, aber Schäfer ist da. Ich bin neugierig, wie es jetzt mit der Müdigkeit wird. Einen Tag Pause und dann gleich wieder Spiel. Im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth. Spendlhofer mit einer guten Partie, 6,8 die Note. War das knapp. Zitterpartie hier wieder mal. Aber es sieht gut aus, dass wir das über die Zeit bringen. Ecke. Schöpf klärt und das war's. 2-1-Sieg. Wieder mal wichtig, die 3 Punkte, auch wenn ich jetzt nicht ganz so zufrieden bin. Ich sage mal, heute hat es gerade so gereicht. Gegen stärkere Gegner müsst ihr euch schon steigern. Stimmt ja auch. Und wir haben die Tabellenführung. Und das Schöne ist, wenn man sich so anschaut, direkter Verfolger Union Berlin und wir haben ein Spiel weniger. Freiburg, da ist es noch ähnlich. Also das ist schon mal richtig cool. Was ist jetzt los? Ah, okay. Hier haben wir nämlich ein Angebot. Gehen wir mal vorher durch. Die Gislason Show, Cannavaro lobt ihn. Und Niederlechner, sie fordern 1,3 Millionen für ihn. Was haben wir überhaupt? Wie viel Geld haben wir? 91.000. Ne, 300.000, so. Sorry. Ja, ist jetzt nicht so viel, was wir da so zur Verfügung haben. Geh mal auf Spieler zum Austausch. Können wir da wen anbieten? Robert Koch vielleicht? Timo Gebhardt. Da müsste ich eigentlich so hinzufügen können. Aber da er verletzt ist, kann ich das leider jetzt nicht. Anscheinend. Dann fügen wir mal Robert Koch zum Tausch hinzu. Funktioniert so, bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen. Robert Koch. Koch und 1,2 Millionen seid ihr noch ganz dicht. Sicher nicht. 900.000. Marktwert liegt bei 675.000. 24 Jahre jung, 1,86er super Größe für einen Stürmer. Ich rede gerade mit dem Vorstand. Okay. Geld haben sie abgelehnt. Lassen wir's. Müssen sie ja nicht übertreiben mit dem Geld. Angenommen hätten sie es aber 23.000 Gehalt. Ist doch komplett gestört. Das heißt, das lehnen wir ab. Und ja, nächsten Part, also in 2 Tagen. Duell gegen Greuther Fürth. Das wird richtig, richtig anstrengend. Ich gebe jetzt mal. Ist die Frage, wen wir dann hier zur Verfügung stellen, das werde ich mir noch anschauen für die zweite Mannschaft. Die können dann natürlich im DFB-Pokal nicht spielen, deswegen müssen wir uns im nächsten Part dann gut überlegen. Bis gleich.